Hallöchen. Ich habe hier noch etwas, das habe ich von auch demjenigen bekommen. Das ist ein Mainboard. Weiß nicht, steht hier ein Name drauf? Ja, leider schon. Ich kann es nur mal so reinhalten. Ein ja, Mainboard, passiv gekühlt. Mit einem AMD A4 5000. 50 oder 5000 Quad-Core CPU oder APU sogar. Ja, ich habe das eben schon mal angehabt, habe schon mal geguckt. Es läuft. Allerdings mit dem Speicher kommt er nicht klar. Warum auch immer er damit nicht klarkommen möchte. Ich probiere es noch mal andersrum. Es müssten jetzt 8 GB sein, erkannt hat aber nur 4. Ich starte jetzt auch mal die Aufnahme bei OBS. Ich habe hier schon mal ein paar Taster und das angeschlossen, damit ich das Ding anschalten kann. Und dann sehen wir einmal kurz im BIOS. Das Board. Für einen kleinen Linux oder sowas wird es wohl, glaube ich, reichen. Ich sehe hier auch irgendwas mit M2 SSD. Wahrscheinlich wird das funktionieren, aber wirklich nur eine ganz kleine. Also sehr viel weiß ich nicht darüber. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht sagen. Wie die Leistung nachher ist, muss ich schauen. Gut, ich starte jetzt OBS und versuche das relativ synchron zusammenzukriegen, weil ich habe auf dem PC jetzt kein Audio, um das zu machen. Wenn es nicht ganz synchron ist, ja, dann ist es halt so. Gut. So, dann schalte ich das hier ein. Die LED ist auch an, Power. Sollte was passieren, anscheinend speichermäßig nicht. Oder habe ich was verpasst? Ich habe nämlich gerade nicht hingeguckt. Hol noch mal aus, wieder an. Da. Can't find any device. Okay. F2. Ich habe jetzt nur eine Tastatur dran, ne? Also, ich mache mal das Mikrofon ein wenig zu mir hin. Also, da haben wir ein AMD A4 5000 APU mit Radeon TM HD Grafik, 1500 MHz, 4 GB RAM. Normalerweise sollten es 8 sein. Der Speicher ist eigentlich 2 mal 4 GB. Naja, gut. Das ist irgendwie, mit dem Speicher habe ich irgendwie immer Probleme gehabt. Aber soweit läuft das. So, OC will ich jetzt gar nicht irgendwas machen. Advanced CPU. Ja, ich weiß, man kann ein- und ausschalten. Ich will da gar nicht großartig jetzt was machen. Nochmal reingucken. Auto PC, ja, PC Express hat es auch. Ich habe schon mal gegoogelt. Allerdings nur 8-mal und nicht 16-mal. Ich weiß es jetzt nicht genau. HD Audio, ja. Storage ist klar, ATA, SATA, Harddisk. Ja, hat nichts erkannt. Serialport hat es auch noch. Ja, ist okay. USB. USB 3.0, ja. Also für ein kleines System wird es reichen. Tool. Nur mal kurz reingucken. Nee. Hardware-Monitor, CPU. Das Ding ist passiv gekühlt, ja. Der passive Kühler,
Ja, ein bisschen Wärme wird der schon. Habe ich es jetzt gerade gekillt oder was? Ich drück mal kurz Reset. Reset mag er nicht. Oder habe ich hier gerade den Videogerät? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich mach's mal aus. Nee, Videogerät funktioniert. Ja. So, wo waren wir bei Hardware-Monitor? Over-Temperature, ja, ist klar. Boot ist klar. Security Exit. Gut. Ja, mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Das habe ich auch noch gekriegt. Mal schauen. Ich muss mal gucken, wenn ich da mal eine Festplatte und das anhänge, was dann benchmarkmäßig sagt, was da was das Board so kann. So, jetzt habe ich es wieder aus. Oh, kann ich die Aufnahme beenden? Ja. Das ist das habe ich auch noch gekriegt. So, das wollte ich noch mal zeigen. Also, wie gesagt, für ein kleines System wird es wohl gehen. Wird jetzt nicht ein Haupt-PC hier für mich werden. Ich habe ja meinen 6-Kern-Prozessor drin oder stehen, mit dem ich hier arbeite. Und nein, den werde ich jetzt nicht mehr übertakten. Den lasse ich jetzt so, wie er ist. Ich habe es nämlich mit Übertakten probiert, das mag das Board nicht. Die Spannungswandler, die da drauf sind, die werden extrem heiß. Nicht auf dem, was ich hier, womit ich jetzt arbeite. Die werden extrem heiß. Da jetzt will ich jetzt nicht noch übertakten, das könnte mir das Board auch noch killen. Und ich bin froh, dass ich das Board noch bekommen habe und jetzt überhaupt noch was hab's. Jetzt gucke ich mal, dass ich mir vielleicht noch mal irgendwann so ein Ryzen 5 oder was besorgen kann. Minimalversion. 4 oder 6 Kerne müsste es dann schon sein. Aber das kostet alles ein bisschen viel Geld, das habe ich nicht. Gut. Das sollte eigentlich auch noch mal schnell hier zeigen. Ich habe hier noch ein Mainboard bekommen, was noch so weit funktioniert. Also, ja, ich denke mal, ich muss mal hier, ja, ich merke das gerade. Vielleicht mal die Wärmeleitpaste ein bisschen tauschen. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Nochmal gucken, wie das hier mit den Onboard, mit diesem Anschluss ist da, mit den Tasten da. Muss ich mal gucken. Da war eine CD mit bei. Muss ich mal schauen. Ich habe jetzt auch nur noch 2 von diesen Speichern. Ich habe jetzt nicht mehr die 4. 2 Stück habe ich dem Groot geschickt. Die funktionieren bei ihm wunderbar. Darum kann ich jetzt nicht mal gucken, ob das vielleicht an den RAM-Riegeln nicht, dass es nur 4 GB erkennt. Aber ein Linux-System sollte damit machbar sein. Was ein bisschen was hinhaut. Aber das werde ich dann sehen. Gut, das war das für jetzt noch. Die nächste Zeit wird nichts mehr weiterkommen. Ich habe nämlich noch ein kleines Problem hier. Aber das mache ich in einem separaten Video. Gut, dann danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.